Scheiße. Okay. Gut, passt. Okay, alles passt, klar. Passt. Das Intro rennt die ganze Zeit. Video rennt jetzt. Auch. Mhm. What does Rico? Silence. Hello, big boys and girls. Hallo. Wir sind wieder da. Du sollst nicht Hallo sagen. Das geht an die Zuschauer, Peter. Ach so. Das ist nicht für dich. Hallo. Ja, Kusch. wir sind wieder da. Wir sind in einer neuen Folge von I don't know what the hell this is. Was Big ist Boys das? Podcast. Big Boys Podcast, genau. Yes, sorry. Yeah, ich bin der Thomas, der Jörg ist da, der Peter ist in der Haus. Und machen wir Shoutouts? Macht ihr Shoutouts? Ich hab keine. Shoutout an den Bröllenkirchen-Livestream mit Diablo 2. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. fand ich cool. Did you stay a while and listen? Oh. Für alle, die es nicht wissen, Thomas hat sogar einen Sticker davon auf seinen Bass. Ja. Ich habe sogar, es steht auf meinen Pickups drauf. Stimmt. Good Custom Pickups. Shoutout an Good Custom Pickups. Good Custom Pickups. Steht auf den Pickups drauf. Ja, der Lucky. Sein guter Mann. So, Jörg, sag mir, worüber ich heute reden soll. Ein Jahr Pandemie und warum sich am Boden hauen und am Rücken legen und aufgeben keine Option ist. Und schlechte Stimmung verbreiten. Das war die heutige Episode. Option ist es schon. Du kannst dich auch am Rücken legen. Natürlich, natürlich ist es eine Option, aber es ist keine wertvolle, finde ich. Weil das ändert die Situation nicht. Ja, kommt auf an, wer sich auf den Rücken legt. Thomas the Contrarian. Ja, voll. Das ist super. Yeah, nein, man. Nein, sure. Nein, natürlich, es ist demotivierend und es schlaucht, weil es so lange dauert und dann wird es irgendwann dieses, ja, bald. Dieses, okay, aber wann ist es jetzt bald? Die nächsten Wochen werden. Ja, nein, also es ich glaube, wir haben versucht, im letzten Jahr auch genug Sachen zu präsentieren, die man machen kann, wie man sich selber motivieren kann, was man alles Neues ausprobieren kann. Was man tun kann in dieser Zeit, wo nicht alles so möglich ist und wir auch noch nicht wissen, ob es wieder so möglich sein wird, wie vor der Pandemie. Mhm. Aber ich meine, so im letzten Jahr, was waren bei euch Sachen, wo ihr dachtet, so hey, das kann ich jetzt eigentlich noch machen oder das habe ich vorher nicht gemacht, weil es mir an Zeit gefehlt hat oder an Motivation gefehlt hat oder du es einfach nicht als Alternative gesehen hast, weil es nicht am Radar war oder was. Und jetzt nicht jetzt über anderes Hobby angefangen, sondern schon tatsächlich musikbezogen. Ah, der Jörg lacht schon. Ich habe es angefangen, ich bin wieder dahin gekommen. Ja, Thomas, du hast aktiver angefangen, eine Zeit lang Playthroughs. Beziehungsweise Covers ja, aufzunehmen. Ich wollte einfach ein paar Playthroughs und Covers machen, das habe ich auch gemacht. War ganz cool. Es kann nach wie vor sein, dass ich ab und zu wieder ein paar mache. Ich sehe es halt jetzt nicht so mehr als die Priorität. Das war cool, das zu machen, weil ich wollte halt einfach mal im Internet haben, okay, das ist, was ich kann, das ist, was ich spielen kann. Falls es irgendwen interessiert oder falls irgendwer sagt, hey, ich bräuchte dann, keine Ahnung, ich suche nach dem und dem Typen, der das und das spielen kann. Oh, okay, den Typen gibt's in Wien. Was kann der? Oh, nice. Ja. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Aber auch sehr viel gelernt dabei. Über Recording, Video. Video Editing war es jetzt nicht wirklich, aber. Na, hey, immerhin, du hast dein Skillset erweitert. Du bist von null auf das jetzt gekommen. Also, auf das jetzt gekommen, genau. Ja. Also ich habe zumindest eine Ahnung, auf was man jetzt aufpassen muss bei den Playthroughs und soundtechnisch eben viel gelernt mit Bass und wie man das macht. Und ich meine, wenn wir uns ehrlich sind, ist jetzt kein Diss oder so, aber du hast es mit sehr bescheidenem Equipment gemacht daheim.
Das ist richtig, ja. Na eben, also das ist ja... Hast du das pre-recorded und dann gefilmt? Oder was ist dein Approach? Die meisten, fast alle bis auf eines, sind tatsächlich live-recorded. Also wirklich auch Kamera auf und bring it. Ja. Es ist nur eines pre-recorded. And I will not say which one. das war eben das Ding, was ich ausprobieren wollte, dieses Playthrough. Ich habe mit dem Victor auch schon mal drüber geredet. Eben Playthroughs pre-recorden oder soll man schon merken, dass es live gespielt wird. Und mir war halt wichtig, okay, ich möchte nicht viel Editing dran. Ich möchte nicht, dass es ein perfekter Track wird, sondern es soll wirklich eine authentische, Darstellung sein, wie ich den Song durchspiele. Weil, dass ich die Songs spielen kann, wenn ich es edite und cutte, ist nicht die Frage gewesen. Ja. Es geht wirklich um die Disziplin zu sagen, okay, kannst du diesen Song für eine Stunde lang straight durchspielen und einmal einen Take machen, das wirklich tight ist. Es ist eine gute Studiovorbereitung, ganz ehrlich. Für Leute, die sich interessieren dafür, wie bereitest du dich auf Studio vor? Hey, film die Songs mal, wenn du sie spielst und record sie und schau, how good are you? Ja, dann findest du raus, wo deine Schwächen sind und kannst dich gezielt dann nochmal hinsetzen und diese Parts üben. Das stimmt schon, ja. Ja, dann was noch? Deine Band hat sich umbenannt und haut jetzt weiterhin Orgen Output raus. Ja, der Julius hatte die Idee und das Anliegen, dass wir unseren Namen ändern. Das war insofern für uns und für ihn wichtig, weil der erste Name quasi noch eine Idee vom ersten Sänger war und vom Christian. Mhm. Und natürlich war es cool, aber wir hatten ehrlich gesagt nicht angenommen, dass das Projekt die Größe erreicht oder die Ernsthaftigkeit hat. Und das ist doch einen guten Reach-Out mittlerweile. Also es ist nicht so, dass wir keine Leute erreichen. Es ist, die Reach ist tatsächlich gut gegeben und in der Tech-Dev-Community. Es wird immer mehr. Und wir haben halt das Gefühl gehabt, wir wollen einen Namen für diese Band haben, die ein bisschen mehr zeigt, wie ernst es uns damit ist, ja. Es ist natürlich noch immer mit Spaß und Fun und ja, das ist nicht weg, aber zu zeigen, okay, das ist kein Meme-Project mehr, sondern es ist wirklich unsere Band, unsere Musik, ja. Außerdem wollte mit Spy of Lazarus ein bisschen mehr auch die Christian Community ansprechen damit. Okay, gut. Als Erklärung, was ist Spire of Lazarus? Spire of Lazarus ist ein unique Item in Diablo 2. Der Archbishop of Lazarus war im ersten Teil derjenige, der quasi den Plot vorangetrieben hat, dadurch, dass er quasi das Prime Evil zum Entstehen gebracht hat. Ja? Wie heißt die Ortschaft? Tristram. Was ist Tristram? Die besucht genau, in Diablo richtig. 2 auch wieder, gell? Genau, richtig. Ja, und in Diablo 1 ist der Archbishop of Lazarus ist halt quasi der eigentliche Villain, ja, den du bevor du zum Diablo 1 Endboss kommst, der Diablo ist, logischerweise. That's what it's all about, I guess. Bist du der Diablo 1? Naja, das ist schon wichtig. Diablo ist in jedem Spiel ein anderer. Es ist jedes Spiel ist dasselbe Prime Evil, aber es ist jedes Spiel eine andere Form quasi. Mhm. Und im ersten Spiel ist im Archbishop of Lazarus der Drahtzieher, kann man so sagen, davon, dass dieses Evil unleashed wird. Und ja, wir sind einfach ein Haufen Namen durchgegangen und das war ein Name, den wir cool fanden, weil es game-related ist, weil wir das Spiel kennen und weil es halt einfach geil ist. Klingt geil. Aber ich meine, für mich die wichtigste Frage jetzt, kommt ein Diablo-inspired Album? Weil ihr habt ja schon andere Videogames gehabt, aber ihr habt noch kein Diablo-inspired Album. Nein. Der Content, der jetzt kommt, ist nicht Diablo-inspired. Das ist das Coole dran. Schau, du musst ja nicht... Sich alleine stehen. Ja, ja, das absolut. Das ist ein Name, der... Der Name funktioniert quasi auch, wenn man nicht Diablo gespielt hat. Er ist cool. Es ist ein universeller Name. Ja, für mich hat es natürlich den Insider-Ding, okay. Aber für alle anderen ist es einfach ein cooler Name. Und der Content, der jetzt kommt, ist für ein anderes Franchise angelegt. Spannend. Doom. Nein. Too easy. Too easy. Nein, aber, glaub, aber ja, um, um,
Sorry, um zusammenzufassen mit den Playthroughs, die du anfangs der Pandemie ein bisschen angegangen bist, kann man schon sagen, dass du eben, wie du selber gesagt hast, was dazugelernt hast in Sachen vielleicht Üben und Technik, weil du gesagt hast, du bereitest dich somit ein bisschen vor auf ein Recording, weil du musst jetzt diesen Song einen Take so lang spielen. Und dann eben auch die rein technische Sache mit, okay, wie recorde ich das vernünftig an der Audioseite, aber auch die Videoseite, wo du dir was Neues eigen gemacht hast. Ich kann jetzt quasi von mir zu Hause einen relativ soliden Bass recorden. Auch für wirklich Alben etc. Der Sound ist natürlich noch nicht fertig, da kann man bearbeiten, was man möchte dran, aber theoretisch weiß ich jetzt, wie es gehen würde und ich weiß, wie ich das machen kann, dass ich Sachen recorde. Mhm. Was ich gelernt habe, und das gebe ich allen Leuten zu bedenken, die es jetzt vorhaben, in der Pandemie selber irgendwie zu recorden zu Hause, was mir doch gefehlt hat beim Recorden, ist ein zweites Paar Ohren. Mhm. Weil das ist für mich tatsächlich schwierig gewesen zu sagen und zu hören. Dass dich das okay, genau. Das ist wirklich, ja, aber du hast noch immer die Möglichkeit, dass du das recordest und die Version nochmal rausschickst an ein paar Leute, wo du sagst, okay, gut, die können dir ein brauchbares Feedback geben und das nimmst du dir zu Herzen, setzt dich nochmal hin für eine Ausbesserungssession und spielst das Ganze dann noch einmal ein. Kannst du trotzdem machen. Muss ja niemand dabei sitzen und zuschauen, sondern einfach nur... Ja. Aber es ist sicherlich schneller bzw. produktiver, wenn du einen Producer oder Engineer vor Ort hast. Nicht? Aber ich meine, das geht ja dann. Aber auf der anderen Seite kann das schon noch wieder Einfluss haben auf wie du spielst und was du spielst, wenn eine zweite Person. Also es ist das hat Vor- und Nachteile. Aber jetzt mit dieser super wholesome Gruppe vom Power wäre das ja ultra geil, weil da hast du wie viele Bassisten in der Zwischenzeit? 300, irgend sowas, ja. 300 crazy, super nette Bassisten aus Österreich, ja. Der hat die Zeit sehr, sehr sinnvoll genutzt, finde ich, weil der hat sich wirklich hingesetzt, ist die Profile von seinen Freunden durchgegangen, ja. Er hat geschaut, welche Leute auf ihrem Profilbild von ihrem Facebook-Profil am Bass haben und die hat er geaddet. Das piece wirklich, by piece. Das war sein Approach. Ja. Oder er hat den Leuten gesagt, hey, schreib bitte die und die und die an, lad sie in die Gruppe ein. Und jetzt sind die dort und es sind nicht nur Metal-Dudes und Ladies, sondern alles. Ja. Also viele Genres. Ja. Vielleicht nicht alle, weil das ist schwierig wahrscheinlich. Wurscht. Und letztens hat auch irgendwer gepostet, das war sehr cool. Er hat gesagt, das ist eine der hilfbereitesten und freundlichsten Gruppen, die die Person in ganz Facebook kennt. Also so gern da und tauscht sich so gern mit den Leuten aus. Hey, ich meine, das ist ja dann insofern eine, also mein, weil wir bei dem Thema waren, was macht man in der Pandemie oder was kann man machen, damit man nicht nur aufgibt. Das ist natürlich auch ein fucking Achievement. Der hat Affen zusammengebracht. Ja, richtig, aber ich wollte sagen, er hat da eine Community aufgebaut, wo es einen Austausch gibt, wo Leute lernen können, wo Leute Fragen stellen können. Ja, wo die Leute freundlich sind zueinander, weil das ist ja in diesem Krankheitspool, der die diverse Facebook-Seiten sind. Sein Bild. Es ist ja furchtbar. Teilweise, wie die Leute miteinander reden, wo es nicht mehr darum geht, Informationen auszutauschen oder der Wahrheit einen Schritt näher zu kommen oder sich selbst mit Informationen zu bereichern oder so. Nein, da geht es darum, ich habe Recht, du hast Unrecht und bist ein Arschloch. Ja? Und, das zahlt diese gesamte Stimmung ja noch viel weiter runter. Ja? Und deswegen freue ich mich so, wenn es so hin und wieder so ein paar Inseln gibt, wo die Leute freundlich sind, empathisch, interessiert, ja, auch wenn es super spezialisiert ist, halt Bassisten aus Österreich, ja. Mhm. Ja, und da kann man sich austauschen, ohne dass man die Angst haben muss, dass es wieder mal einen gibt, der einen Zug aus hat, der sagt, okay, Arschloch, pass auf, wie du spielst, ist scheiße, ja. Sorry, das war Jörg's Rant of the day. Vielleicht kommt noch ein zweiter, mal schauen. Okay. Ich meine, was dazu kann ich
irgendwie auch nur sagen, also ich habe jetzt angefangen, Social Media zu reduzieren. Und zwar nicht drastisch, aber zu sagen, okay, vormittags, ja, abends, okay. Ja. Aber untertags nicht mehr. Ich lese auch keine Comments mehr auf breiten News-Outlets, weil das ist mir zu viel Negativität. Ja. Das zahlt mich runter. Ja. Also, ja, das meine ich auch, ja, die Comments, aber es ist generell einfach das da, zu merken, was du in der Pandemie schon gemerkt hast, in der Pandemie, im Lockdown, ja, Pandemie ist, ja, ein Wort. Whatever, ist schon, dass du gemerkt hast, wie krank uns Social Media macht. Und ich weiß, das macht jetzt einen whole nother pot of shit auf, aber das ist mir tatsächlich aufgefallen, auch bei mir selber, wie viel Zeit mich Facebook gekostet hat. Ja. Und zwar wirklich, ich tue so, als wäre Facebook irgendwie, es hätte es aktiv gemacht, aber ich merke wirklich, bei mir sind Mechanismen drin gewesen. Also du machst den Laptop auf, erste Chrome-Tab, Facebook, go. Ohne, dass du es checkst. Und du sitzt auf einmal davor und denkst dir, hey, shit, ich schaue schon wieder 10 Minuten irgendeinen Scheiß an, ich sollte arbeiten, ja, ich sollte was machen. Und das wäre zum Beispiel eine Awareness, die du mitnehmen kannst, aus dieser ganzen Sache zu sagen, hey, wir sind alle zu viel auf Social Media. Und wenn wir nur auf Social Media sind, dann verhalten wir uns so, wie wir uns jetzt alle verhalten. Nämlich wie die Affen. Wobei Affen, das ist eine Beleidigung für Affen. Ja, Affen haben einen wesentlich besseren Umgang miteinander. Die haben keinen Interesse. Die haben einen besseren Social Media Zugang. Ja, nämlich die lassen es gleich. Ja. Schon mal einen Affen auf Facebook gesehen. Kannst. Und ganz ehrlich, es steigert deine Motivation. Weil Social Media demotiviert dich. Ja, bedingt. Meiner Meinung nach, sorry. Ja, bedingt. Ja, weil das ist schon richtig. Eine brutale Verallgemeinerung. Ja, es ist immer die Frage, welche Community du dir anschaust und welche Community du teilst. Ja, und wie viel Selbstdisziplin du an den Tag legst. Ja. Weil wie du sagst, hey, ich habe Shit zum Tun, na, dann lasse ich mein Handy mal gleich im Vorzimmer liegen und arbeite in einem ganz anderen Zimmer. Ja, und mache mal keinen Internet Explorer auf, außer ich brauche ihn zum Arbeiten natürlich, ja, aber dann gehe ich halt auf diese Seite nicht, beziehungsweise es gibt solche Focus-Apps, ja, ja, voll. Ich wollte gerade sagen, es gibt Apps, aber gibt diese Applikationen auch für Computer, also für Notebook oder halt für sicher, es ist einfach so ein Tab, wo du sagen, das sperrt dir halt gewisse Seiten, solche Extensions, okay. Ja, so, sicher, 20 Uhr, jetzt darfst du 5 Minuten auf Facebook gehen. Danke, Mama. Nein, ich denke für mich, oder dass ich versucht habe, das meiste zu machen, ist mich zu educaten. Weiterbilden hört sich immer so offiziell an, also so, das verbinde ich immer sofort mit irgendeinem Diplom oder Zertifikat oder so irgendwas. Educaten ist das gleiche auf Englisch. Ja, aber ich habe halt versucht, neue Sachen zu lernen und in meinem Fall war das jetzt nicht unbedingt musikbezogen, obwohl ich in Sachen Vocal Recording und Vocal Processing einiges dazugelernt habe. Das schon, aber nicht unbedingt aus einem musikalischen Grund, sondern eher aus einem Podcast. Grund. Komisch, welcher Podcast denn? Voll. Nein, also das habe ich Erfahrung gemacht und ich glaube, das ist auch eines der besten Sachen, die man machen kann, weil dieses, was man so viel gesehen hat am Anfang, so, ja, aber jetzt hast du Zeit, um neue Alben zu schreiben. Das ist, ich finde das immer so eine grobe Verallgemeinerung, weil viele Bands Alben schreiben mit etwas Sozialem verbinden, dass sie sich treffen oder dass sie irgendeinen sozialen Austausch zusätzlich auch haben, dass das irgendein ein Prozess ist. Und wenn du da angewiesen bist auf, ja, okay, und jetzt machen wir das alle daheim, obwohl wir es bis jetzt immer gemeinsam im Proberaum gemacht haben oder in einer Writing-Session, wo wir eine Woche irgendwo hingehen. Es gibt ja extrem viele Bands, für die das schon das Standardmodus operandi ist. Nein, sicher. Wiederum. Ja. Klar, das ist eh zu Hause machen. Ja, ja, aber ich meine, es dieses, oh Gott, ich habe jetzt plötzlich Zeit, ich muss jetzt ein Album schreiben, weil... Das kann das auch das, sehr überwältigend sein. Genau, ja. Und das kann einen Druck auflegen, wo du dann quasi deinen Writer's Block bekommst und wo du dann erst recht nichts geschrieben kriegst. Und deswegen ist vielleicht eben das Weiterbilden dann schon auch ganz nett, weil das kann alles Mögliche sein. Schau dir andere Genres an, schau dir reine handwerkliche, technischen Sachen an. Okay, kann ich meine Recording-Sachen verbessern mit dem Equipment, was ich habe? Gibt es da Tipps und Tricks? Oder das Processing?
Das ist auch alles möglich und da gibt es von offiziellen Plattformen, wo man halt ein bisschen ein Geld zahlt, dass es meistens sehr, sehr wert ist, auch extrem viel Gratis-Ressourcen. Das ist das, was ich versucht habe irgendwie zu machen, ob das jetzt eben ist, nachschauen, ob ich dieses Mikro haben will oder ein anderes Mikro oder schauen, welches Interface ich brauche, damit das alles zurechtkommt und was meine Processing Chain für Vocals dann ist. Ich habe gelernt, wie ein Kompressor funktioniert. Ich habe vorhin immer so, okay, passt, ich habe gehört, ich brauche einen Kompressor und ich nehme Preset Male Voice. Das ist mein Preset, das ist in der Software drin und das nehme ich. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Compression Ratio ist. Ja. Oder was der Knee in der Sache macht oder Attack und Release, warum das wichtig ist. Na, solche Sachen habe ich mir jetzt erlernt, weil ich nicht vielleicht so beschäftigt war mit, oh Gott, ich muss in unser Studio und dort Mikro aufbauen oder anstecken, sondern wir machen das jetzt remote wir haben eine Pause gehabt und ich kann das jetzt einmal mit weniger Fahrtzeit, mehr Ruhe einfach einmal schauen, wie das alles geht. Und ich denke, dass da wird es viele Sachen geben, die man noch lernen kann. Das, kannst du dein ganzes Leben lang lernen. Sollte man nichts durch. Ja. Es ist scientifically proven. Lernen ist gut. Geht's hier in der Pension wieder zurück auf die Uni? Fix. Ist das vor? Ja. Ich bin noch immer auf der Uni. Ja, aber ich bist sag du mal, schon in Pension? Bist du auch in Pension? Keine Ahnung. Ich habe nicht vor, in Pension zu gehen, sagen wir so. Hast du es nicht vor oder glaubst du, es ist für unsere Generation nicht möglich? Also okay, gut. Ich restrukturiere die Frage mit 95 dann, wenn sie in Pension geht. Wenn sie, wie gesagt, ihr habt dann eine Pensionspause von 5 Jahren, weil dann müssen wir zurück in irgendein Kohlebergwerk wahrscheinlich oder in eine Munitionsfabrik oder so. Geht ihr zurück auf die Uni und studiert nochmal was? Ich glaube schon. Weil es interessant ist, ein Verschitzengiegels und was wär's? Ich meine, die Frage ist halt, ob ich auf eine Uni gehen muss oder ob ich mir mein Apple VR-Headset aufsetze und Room-Tracking habe. Ja, gehst halt auf die Virtual University oder keine voll, Ahnung. Ja. So irgendwas. Wie auch immer. Nein, mich würde das voll interessieren. Ich würde es ja, ich spiele nicht aktiv mit dem Gedanken, jetzt irgendwas anderes zu lernen. Ja, aber zusätzlich. Ich würde weiterhin in Bio machen. Okay. Ich würd einfach mehr von dem, was ich jetzt schon. Ich würde nicht irgendwas anderes machen. Halt die Future Iteration. Ja, voll. Cyberbiology. Back in my day. Ich habe das früher noch per Hand gemacht. Ohne Fierce, Gegenwind, immer hat es geregnet. Genau. Immer war Nacht. Am Tag war Nacht. Na, Thomas? Ich weiß nicht, wie es bei mir auf unitechnisch ausschaut, ob ich nach dem Master jetzt weiter studiere einfach, ob ich sage, ey, ich möchte irgendwo ein Doktorat machen oder ob ich aufhöre und was anderes mache. Sagen wir so, ich habe nicht vor, in Pension zu gehen, weil ich nicht vorhabe, etwas zu arbeiten, von dem ich irgendwann in Pension gehen will. Ja, also was auch immer ich arbeite mit 80 sollte dann was sein. 95, was ich mache, weil ich es machen möchte. Ja. Was auch immer das sein wird, ich weiß es noch nicht. Ja. Das Leben ist lang. Möglichkeiten gibt es viele. Aber ich denke mir halt, ich finde es cool, das zu machen. Zu studieren ist immer geil. Ja. Also ich, for the sake of your question, ja, wenn ich in Pension wäre, würde ich mir auch überlegen, wieder auf die Uni zu gehen. Mhm. Why not? Mhm. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Studium waren zwei, die quasi schon in der Pensi wieder angefangen haben zu studieren oder zum ersten Mal angefangen haben zu studieren, weiß ich nicht genau, waren mitunter die besten Studenten. Die haben tatsächlich aufgepasst und haben sich eingemischt und haben einen komplett anderen Zugang, weil es eben so weit entfernt war von dieses, okay, ich komme jetzt von der Schule, ich setze mich jetzt hin und ich mache nur das, was der Professor sagt. Ja, aber das ist die Sache. Die haben ja weniger Druck. Ja, sicher. Weil sie brauchen die Ausbildung nicht für irgendeinen Beruf, also nicht unbedingt, außer sie wollen dann noch. Ja. Sie haben die Zeit, weil senile Bettflucht und so, du gehst halt um 10 schlafen, stehst um 2 in der Früh auf. Ja. Dein Tag hat 20 Stunden. Ja. Plus du hast ein Leben lang Erfahrung dazu. Ja, also du bist ja der Superior Student. Nein, ich fand das voll spannend. Ich hab mal da ein paar Sachen abgeschaut, auch dass man sich einfach, oder wie
wie man sich in Diskussionen einbringt. Und das gilt jetzt nicht nur in einem Uni-Setting, sondern wenn du mit jemandem in einer Diskussion bist, auch wenn die andere Person mehr weiß oder weiter ist oder so, das kannst du oft trotzdem auf einer Ebene mit ihnen reden und musst nicht irgendwie das Gefühl haben, du bist komplett irgendwie ist superior oder irgendwie ist ja, voll. Und ich habe das dann im Job erst wirklich, hat es wirklich Klick gemacht, wo ich eben auch an die Sachen zurückgedacht habe. Und ich denke, das kann man zum Beispiel auch mitnehmen, wenn man sich jetzt blöd sagt, remote Gitarrenunterricht von irgendeinem Guitar God nimmt, was sie ja heutzutage auch alle anbieten. Wenn diese Person sagt, hey, so und so musst du das machen, kannst du ruhig sagen, so, maybe that works for you, not for me. Ich habe das immer so gemacht und ich weiß, dass das so für mich geht. Das kann man ruhig sagen. Und das funktioniert im Job, das funktioniert beim Lernen. Voll. Jetzt müssten wir eigentlich ein paar Shoutouts machen von Leuten, die im Moment Gitarrenunterricht geben, oder? Bernd Brotträger, wer fällt uns noch ein? Julius Kössler. Mhm. Ich glaube, der Jean-Marc. Der Jean-Marc von Lastzell, ja. Der Andres. Der Andres, ja. Black and Hale. Far Black and Hale, ja. Die werden wir listen mal wieder und dann. Leute, jetzt ist Zeit. Gitarre lernen. Und Blödheiten ja, wenn man sich auch, wie gesagt, und das ist dann nicht nur so Sachen wie, oh Gott, ich muss jetzt was Neues recorden oder so. Vielleicht bringt es auch einfach mal was um, nicht wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt das und das lernen von der Gitarre, sondern warum nicht einfach eine Stunde quatschen über die Experience als Gitarrist? Warum nicht einfach mal reden, so, hey, ich kann bereits Sweep picken und das ist cool, aber ich weiß, dass du das auch kannst. Was ist denn dein Ansatz? Was ist deine Herangehensweise? Wie oft soll ich das einsetzen? Soll ich alles sweepen? Jeden Wurscht, der ganze Song durch? Oder wann setzt du es ein? Ich meine, das sind auch so Sachen, die man mal diskutieren kann mit einem Gitarrenlehrer, statt dass man nur sagt, okay, ich kann das nicht, teach me. Ja, vor allem zum Beispiel, ich kenn extrem viele Fitness-Coaches, die selber noch immer Fitness-Coaches haben, damit sie einfach sich selbst fortbilden, was obvious ist, und zweitens sich eine Art Kontrollinstanz schaffen, die sich dann mal immer wieder überprüfen lassen und sagen, okay, gut, stimmen die Bewegungen, stimmt deine Info in Sachen Nutrition und so weiter und so fort. Ja? Also quasi nur weil du einen gewissen Wissensstandard erlangt hast und auf einem gewissen Level bist, heißt das nicht, dass du aufhören kannst zu lernen oder dich zurück... Ich meine, du kannst schon, ja? Aber irgendwann ist vielleicht... sind Teile von deinem Wissen oder deiner Ausbildung obsolet oder überholt. Und es gibt etwas, das effizienter ist, ja, oder du lernst irgendeinen Scheiß ein, der dann normal ist für dich. Und dann ist schon ganz gut, wenn einer sagt, hey, vielleicht solltest du die Bewegung oder das nochmal genauer anschauen, weil da ist sehr viel Schlamperei. Weil die Schlamperei coacht man dann vielleicht sogar weiter. Und ja... Das ist jetzt nicht nur für den Fitnesssektor, sondern das geht für alles, was man lernen und weiter lehren kann, glaube ich. Dürfte natürlich ausbessern. Ja. Was anderes, was mir einfällt, was man noch machen kann, das ist ja eh auch angelehnt an das, was das Interview mit der Miss Rage war. Man kann ja auch einfach mal schauen, ob es neue Wege für Promo gibt. Vorweg, natürlich, man kann diese Zeit auch nutzen, um neue Musik aufzunehmen. Be my guest, wenn du Inspiration hast, hey, ideal time. Du kannst es für alles nutzen. Du kannst es auch nutzen, um zu überdenken, ob die Sachen, die du gerade hast, wirklich die Sachen sind, die du machen möchtest. Ja. Voll, das haben wir ja im Sin-Talkers in der Hinsicht gehört. Man kann auch mal gut hinterfragen, hey, ist die Zeit und Energie, die ich da reinstecke, das, was ich noch machen will? Ja, oder sind die Projekte, die ich gerade mache, wirklich das, was ich noch machen will? Oder ist es einfach Zeit zu sagen, thank you for the ride, ich probiere jetzt was anderes, ja, weil ich möchte in eine andere Richtung gehen. Ja. Dass man einen Schritt zurückgeht und sich detached und dann halt einmal schaut,
Also quasi einen Overview über vielleicht nicht sogar seine Projekte, sondern über sein Leben hat und sagt, okay, was mache ich eigentlich noch aus purer Gewohnheit und was macht mir noch wirklich Spaß oder gibt mir Energie und das, was ich nicht brauche, davon entferne ich mich vielleicht oder ja, hör auf damit. Mhm. So in die Richtung, habt ihr das gemeint? Ja. Also generell jetzt nicht mit Musik, kann ja bei allen Sachen sein. Wenn wir schon dabei sind, dass sich die Pandemie, der Lockdown demotiviert und wie man das ändern kann, ist halt auch teilweise zu sagen, okay, keine Ahnung, dann mach ein Update. Ja, schau mal, ist alles, was ich gerade habe, noch wirklich das, was ich haben will? Oder ist es Zeit, dass ich was anderes mache? Es kann sein, dass du Beruf wechseln willst, es kann sein, dass du Richtung wechselst, es kann sein, dass du eine Band gründen willst, kann sein, dass du eine verlassen willst. Ja, aber ich meine, it's as good as time as any. Ja, Aber es ist vielleicht auch eben das, was du sagst, also um zurückzukommen auf dein Social Media Usage. Es ist vielleicht ganz nett jetzt, wo Sachen vielleicht stärker sind oder mehr ausgeprägt sind, eben, weißt du, man kann nicht so viel Soziales machen, deswegen hockt man mehr in Social Media. Du hast diese Zeit dann genutzt, um zu überdenken, so, hey, will ich das überhaupt? Ja. vielleicht hat man auch Social dieses... Media wirklich ein brauchbares Substitut für mein Lack of Social Contact? Ja, aber ist vielleicht sowas besser, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, ja Leute, tu mal Skype callen für 2 Stunden und suchen uns ein Thema und quatschen über das. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Gegenüber quasi. Sachen, die dir jetzt fehlen, weil du sie nicht machen kannst oder darfst oder sollst, fehlen sie dir wirklich? Und willst du das dann nachher so, hey, fuck, das fehlt mir jetzt und ich will das, wenn es wieder geht, sicher wieder machen? Oder fehlt dir aus Gewohnheit? Das habe ich jetzt ein Jahr lang nicht gemacht. Okay. Was ist das zum Beispiel? Das wäre eine gute Sache. Ja, was ist eine Sache, die wir ein Jahr lang schon nicht mehr gemacht haben, die wir aber nicht unbedingt weitermachen möchten? Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein und ich wüsste jetzt auch nichts. To be honest, mir geht Kino gar nicht ab. Ah, mir schon. Ja. Kino, muss ich schon sagen, Kino geht mir schon ab. Ja, ein ganz konkretes Beispiel. Tenet im Kino wäre mehr impressive gewesen wie Tenet daheim. Das ist immer so der Fall, ja. Weil Kino nimmt dich erstens aus deinem Alltagsding raus und zweitens wird dort ein Film so präsentiert, wie er. Ja, aber das ist für mich dasselbe. Dass er präsentiert für mich wird, ist das, ich als jemand, der Filme sehr mag oder generell halt visuelle Medien, für mich ist das sehr vergleichbar mit, gehe ich auf ein Konzert oder schaue ich mir ein Livestream oder ein Recording im Nachhinein oder so an? Na eben, wenn du sagst, du gehst nicht ins Kino, für mich ist das, was Kino für Film ist für mich ein Konzert für Musik. Ja, aber ein Konzert ist vielschichtiger, weil du hast einen Social Aspect dabei. Habe ich im Kino auch, da gehe ich mit Freunden. Nein, beim Film sitzt man halt diese Schnauze und schaust ihn an, redest davor und danach. Ja, beim Konzert auch. Nein, bei einem Konzert hast du Pausen zwischendrin und dann ist viel mehr Interaktion auch. Ja? Du kannst mit denen, die dir was präsentieren, kannst du interagieren. Nachhinein. Du kannst nachher nicht mit dem Herrn Nolan reden. Du kannst probieren, aber ich würde vermutlich nicht zurückschreiben. Sagen wir so, also da fehlt eine ganze Ebene, finde ich. Ja, aber das ist einfach, weil das Medium halt ein anderes ist. Aber ich find trotzdem, dass es ist eins zu eins als Pendant dazu. Absolut nicht. Es ist viel simpler. Sicher ist es das Pendant. Was wäre deiner Meinung nach sonst das Pendant? Ein Theaterstück? Definitiv. Ja, aber du kannst nicht jeden Film als Theaterstück präsentieren. Das ist es ja eben. Eh nicht. Ja, ich meine, ja. Ach so, so meinst du. Ja, das stimmt schon. Um es mit einer depperten Tautologie zu sagen, Kino ist Kino. Ja, aber ja. I don't know, ich habe das Gefühl, ich war bis letztes Jahr war ich so viel im Kino und habe so viele Filme geschaut und so viele Serien und so viel Zeit darin investiert. Und eben seit meine Tochter jetzt da ist, denke ich mir irgendwie so, ja, lang genug gemacht. Geht mir gar nicht ab, aus irgendeinem Grund. Ja, ich meine, ich denke mir bei einzelnen Filmen so, aber die Filme sind gemacht und kann ich irgendwann mal schauen. Also, aber da ist jetzt
auch fairerweise die Frage, hast du diese Meinung, weil du jetzt eine Tochter hast, wo die Zeit natürlich viel sinnvoller verbracht ist, oder hast du diese Meinung wegen der Pandemie, weil du nicht ins Kino gehen kannst? Ah, both. Naja, das ist sicherlich ein ach, die shared Aspect, ja. Ja, das schon, das schon. Na, mir fällt zurzeit nichts ein, was mir jetzt abgeht, wo ich sage, das werde ich nicht mehr weitermachen. Auch nicht. Bei mir ist es auch schwer. Also die Sachen, die mir abgehen, gehen mir tatsächlich ab, weil ich es gern mache. Und weil ich würde es jetzt auch gern machen. Kann es halt einfach nicht sein. Ich meine, vielleicht noch das Eheste, aber das ist etwas, was ich eh schon seit 10 Jahren nicht gemacht habe. So dieses richtige Fortgehen. Achso, ja, voll. Also dieses, und dann gehen wir in die Bar und dann, wenn wir dort sind, dort müssen wir auch noch hin, Bier. Das war schon nie meins. Und dass ich das jetzt ein Jahr lang nicht gemacht habe, das ist schon okay so. Ich werde gar nicht mal anfangen. Aber was mir halt natürlich abgeht, ist sich mit Freunden in ein Lokal treffen, dort was essen und trinken und eine Konversation führen und dann nach einer noch halbwegs christlichen Zeit heimgehen. I don't know. Sogar das ist davor schon geschiftet. Ich hab's immer schon mehr mögen, dass man sich bei irgendwem zu Hause trifft und dort isst und trinkt. Ja, das war bei mir eher ein finanzieller Aspekt. Wie meinst du? Naja, für das, was ich beim Fortgehen zahle für 3 Bier, kann ich mir auch eine ganze Kiste kaufen und bei jemandem zu Hause das trinken. Das ist richtig. Ja, das ist korrekt. Plus du kannst dir aussuchen, welche Leute da sind. Und hast die Musik, ja. Man kann nebenbei Halo spielen, wenn man will. Okay. Ja, whatever floats about, man. Gleiche Gaming-Session. Nein, das stimmt schon, ja. Ja, zurück zu was Bands machen können. Ich meine, allein wenn man zum Beispiel schaut, was für einen, ich nenne es wirklich Tiefschlag, We Blame the Empire gehabt haben mit im letzten Album. Natürlich hat denen das ordentlich in die Suppe geschissen, ne? Wenn ich das so sage, dann nehme ich richtig, ja. Na, gekommen, ja. Ich bin leider ein sehr visueller Mensch manchmal. Ja, sehr gut, ja. Das liebe ich an Sprache, dass du irgendwas formen kannst und auf einmal Bilder und die haunten einen lange Giraffe-Pimp. Na, und die sind schon wieder dran und machen das nächste Ding. Ja, und drehen, glaube ich, heute oder gestern ein Video gedreht, ne? Weiß ich. Ja, okay, sie drehen ein neues Video schon wieder, ja. Und ja, die sagen halt, okay, gut, wir können jetzt uns am Boden legen und aufgeben, aber dann gibt's halt kein neues Album, ja. Aber wir haben die Power und das Wissen, dass wir ein neues Album schreiben, deswegen machen wir das, was wir gern und am besten können. Neues Album schreiben. Ja. And that's that. Und das ist sehr inspirierend und motivieren möchte ich nicht sagen, weil ich nicht der Motivation glaube. Für manche Leute ist es vielleicht motivierend. Ja. Nein, aber ich habe tatsächlich, das sind Sachen, die der Thomas hin und wieder auf Social Media teilt oder geteilt hat. Es ist auch mal okay zu sagen, ich mache jetzt nichts Produkt. Also das ist jetzt nicht unbedingt Pause. Etwas, was ja, genau, voll. Es ist jetzt nicht eins zu eins, das ist der Thomas gesagt, aber im Stil von. Es ist auch mal okay zu sagen, ich bin jetzt okay damit, mal nicht Content zu kreieren und zu machen und zu schaffen. Ich habe eine gute Bekannte von uns aus Finnland, die Nelly, ja, die ist ja der Advokat zu dem mal Pause machen. Also nämlich ernsthaft und bewusst, ja, mal sagen, okay, ich könnte heute wieder auf die Kacke hauen und im Fall von Thomas ein Basscover machen. Oder ich gehe den Tag heute mal ruhig an. Ja, steh auf, mach mal gemütlich einen Kaffee, dann mache ich halt meine Arbeitsschritte, die ich so machen muss für den Tag, also Wohnung putzen, Wäsche machen, bla bla bla, aber nicht auf Push und nicht auf Stress, weil ich muss mich dann noch mit dem treffen und ich muss dann noch das machen und ich muss dann noch ein Basscover machen und bla bla bla, ja, sondern dass du mal was bewusst und vor allem auch gescheit machst, ja, und dass du Freude und Kraft in diesen Tätigkeiten findest, ja. Und vor allem, das nächstbeste ist ja,
dann setz dir halt Kopfhörer auf, nimm dein Handy und horch deinen Lieblingspodcast, der natürlich der Big Boys Podcast ist, ja, und mach deinen Shit, aber in aller Gemütlichkeit und mach's gescheit, ja. Zum Beispiel. Just say. Ja. Und es ist nicht so, dass das jede Tätigkeit einen müder macht und Energie saugt und so weiter und so fort, sondern es ist immensely gratifying, mal was richtig fertig machen zu können und danach nicht außer Atem zu sein oder gestresst sein. Also, ich habe jetzt schon 10 Minuten und ich hänge jetzt schnell das auf, weil ich muss mich dann mit dem anderen treffen und dann dorthin gehen und habe diese und diese Aufgaben. Wisst ihr, was ich meine? Thomas, hast du noch abschließende Worte für heute? No. No. Ich sage jetzt nichts dazu. Das ist das neue Ding von Thomas. Er ist im Podcast und sagt nichts. Ich denke, das ist schon sehr viel gesagt. Und wie gesagt, ich würde halt die Zeit auch nutzen, jetzt gerade um zu evaluieren, was die Zeit auch wirklich. Weil schau, das ist das Ding, wenn du Sachen machst, nur um Sachen zu machen, dann verlierst du deine Energie. Und das ist einfach nicht, was du tun solltest im Moment. Ja, das ist nicht, okay, dann hau 20 Basscover raus. Ja, wenn dich keins davon interessiert, wirst du es auch nicht promoten. Dann wird es auch niemand anschauen, weil es niemand interessiert. Ja, und dementsprechend ist dann die ganze Zeit, die du reingesteckt hast, ist für ein Hugo gewesen. Ja, weil, ja, nobody cares if you don't care. Und wenn du dich nicht um die Sachen kümmerst, die dich interessieren, dann ist auch die Zeit, da kannst du 1000 Sachen reinsetzen, aber dann kannst du dich genauso gut vor Netflix setzen und dir 10 Serien anschauen, weil der Energielevel wird der gleiche sein und die Self-Worth wird auch der gleiche sein. Weil Sachen zu produzieren, auf die du nicht stolz bist und die du eigentlich nicht möchtest, tun dir nichts Gutes. Es ist halt einfach nur Content, der da ist. Dann hast du mehr oder weniger nur Chores gemacht. Genau. Nichts von Wert für dich. Ja. Weltraumschrott quasi, der dann herumfliegt im Internet und den du halt hast. Ja, schau, ich habe das gemacht und das gemacht. Aber, ja. True. Na, also Fazit, es ist okay, etwas zu machen und es ist auch okay, nichts zu machen. Bist du deppert, das ist profound. Nein, Leute, Pausen sind genauso wichtig wie produktiv zu sein, weil Hyperproductivity bringt dich auch, also brennt einen auch nur aus. Glaube ich. So, das war eine erfrischend andere Episode, finde ich. War sehr cool. Schön, dass wir darüber reden konnten. Hm? Thomas macht den Abschluss. Shoutout an unseren Promopartner, die Klangfarbe. Oh yeah. The best Klangfarbe. Mit allen lieben Menschen darin. Und wir werden uns wiedersehen. Ich bin der Thomas, der Jörg ist der Jörg, der Peter ist der Peter. Live long and prosper. Ja, voll. And take care. Bleiben. Yes. Bleibt massiv. Bleibt massiv. So, Video Recording ist gestoppt.